Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist bekannt, dass wir etwa 60 Hospizplätze pro 1 Million Einwohner haben. Und wir wissen auch, dass für gut 90% derer, die aus dem Leben scheiden, palliativmedizinische und hospizliche Maßnahmen in Frage kommen. Und ebenso ist es auch bekannt, dass Krankenhäuser und Pflegeheime über 70% den institutionellen Rahmen bilden, in welchem das Sterben stattfindet. Und Herr Gröhe, ich gehe mal davon aus, dass wir uns darüber einig sind, dass die Bedürfnisse und die Betreuungsansprüche von schwerstkranken und sterbenden Menschen unabhängig vom Ort und von der Art der Unterbringung zu betrachten sind. Und das bedeutet natürlich auch, wenn Bedürfnisse und Betreuungsansprüche identisch sind, auch eine gleiche Versorgung stattfinden muss, unabhängig vom Aufenthaltsort. Und vor diesem Hintergrund frage ich Sie, Herr Gröhe, wie es sein kann, dass für Sozialkassen für einen Hospizplatz ca. 6.500 Euro zur Verfügung gestellt werden und bei einem Pflegeheimplatz mit den gleichen Leistungen ungefähr 2.000 Euro. Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Da würde ich gerne wissen, wie Sie das außerhalb dieses Parlaments den Menschen erklären wollen. Denn für uns ist klar, Sie ändern mit diesem Hospiz- und Palliativgesetz an dieser Situation nichts. Und die Leistungen müssen identisch sein, meine Damen und Herren, für alle Menschen in diesem Lande. Das wurde im Übrigen auch sehr deutlich bei der Anhörung im Ausschuss von den Sachverständigen und Verbänden formuliert. Und Sie nehmen das nicht ernst, und das ist für uns sehr bedauerlich. Denn die Fraktion Die Linke bleibt bei der Auffassung, es muss Schluss sein mit der Zweiklassenbetreuung. Sterbende Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen müssen den gesetzlichen Hospizleistungen von Hospizbewohnerinnen und Hospizbewohnern gleichgestellt werden. Alles andere ist und bleibt ungerecht. Meine Damen und Herren, kein Mensch sollte Schmerzen haben, die verhindert werden können. Ich glaube, diesen Satz würden wir alle hier in diesem Hause unterschreiben. Da gibt es keinen Widerspruch. Umso mehr verwundert es mich, dass Sie ein Gesetz vorlegen, das eine strukturelle Ungleichheit bei der palliativmedizinischen Versorgungssituation von Schmerzpatienten in Pflegeeinrichtungen gegen hospizlich Betreuten nicht aufheben. Alle Bewohnerinnen und Bewohner einer stationären Pflegeeinrichtung zahlen gemeinsam die Pflegeentgelte, und sie alle werden durch die als Bestandteil der Pflegeleistung finanzierte Behandlungspflege höher belastet. Und daran ändert auch Ihr Hospizpalliativgesetz nichts, obgleich dies nicht nur vom Bundesrat angemahnt worden ist in seiner Stellungnahme, sondern auch seit langem von vielen Sozialverbänden. Werte Kolleginnen und Kollegen, nicht einmal für stationäre Hospize befürworten Sie eine gesetzliche Verpflichtung, Anhaltswerte für eine notwendige Personalausstattung festzusetzen. Und noch dringlicher ist dieses in Krankenhäusern und auch in den Pflegeeinrichtungen, aber auch im ambulanten Bereich. Wir alle wissen auch und haben das ja schon heute mehrfach gehört, die meisten Menschen wollen zu Hause sterben. Und wenn wir eine regelhafte Sterbebegleitung haben wollen, dann bedeutet das natürlich auch für die Pflegedienste sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Dienstleistungen. Und dafür benötigen wir natürlich endlich einen anderen Personal- und Sachkostenschlüssel und endlich eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung, die nicht nur das Teilleistungsprinzip aufhebt, sondern auch eine Angleichung der Finanzierung der Sterbebegleitung in Pflegeheimen an das Niveau der Hospize gewährleistet. Und letztlich, meine Damen und Herren, versäumt Ihr Gesetz leider auch einen präzisen, in allen Gesetzbüchern gleichlautenden Rechtsanspruch auf eine hochwertige Hospiz- und Palliativversorgung zu formulieren. Diese müsste unabhängig von Art der Erkrankung, unabhängig von der Behinderung oder des individuellen Lebensortes und unabhängig von der Versicherungsform geschehen. Ja, und daran ändert auch nichts, dass Sie über die Rahmenvereinbarung etwas mehr präzisieren wollen, wann Wechsel aus stationären Pflegeeinrichtungen in ein Hospiz möglich werden. Meine Damen und Herren,
von der Großen Koalition. Es finden sich durchaus eine Anzahl von guten Verbesserungen in Ihrem Gesetz, aber grundlegende Ungerechtigkeiten und Leerstellen bleiben bestehen. Und ich sage Ihnen hier eins, auch nach der Verabschiedung dieses Gesetzes besteht dringender Reformbedarf. Wir brauchen eine Hospiz- und Palliativpflege, die die Würde des Menschen unter Beachtung seiner Selbstbestimmung am Lebensende in den Mittelpunkt stellt. Und dafür werden wir weiter kämpfen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort erhält die Kollegin Hilde Mattheis für die SPD-Fraktion.